Denn dieser Koffer reagiert schwerwiegend auf Sternenstaub. Wie wir alle wissen, haben Sterne ja Sternenstaub. Und somit müsste dann auch der Koffer bei diesem lebendigen Stern reagieren, wenn er in seine Nähe kommt. Ich demonstriere das mal eben. Hier neben mir auf dem Tisch befindet sich nämlich eine kleine Ampulle mit Sternenstaub. So. Angeschaltet sehen Sie, dass der Koffer reagiert. Jetzt schalte ich den Koffer wieder aus. Wunderbar. Klappt ja alles wie am Schnürchen. Meine Kollegen, die werden blass vor Neid. Ja. Die haben mich damals immer ausgelacht und behauptet, lebende Sterne, lebendig wie Mensch, Tier oder Pflanze würde es nicht geben. Aber ich werde den Beweis liefern und vielleicht bekomme ich ja dann auch noch den Nobelpreis. Jawohl. Ich muss den Stern nur irgendwie einfangen. Aber das werde ich schon schaffen. Jawohl. So. Dann werde ich mal schnell meinen Rucksack packen, ihn schnappen und los geht's. Ha, ich freue mich schon. So, den Rucksack, den packe ich am besten. Ja, wo packe ich den denn hin? Ach, den schnalle ich hier hinten fest. Ja, direkt hinten ans Auto. Wunderbar. Hier. Also auf Laufen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Nö, nö, da fahre ich lieber mit meinem Wagen. Ich bin zwar schon lange nicht mehr gefahren, aber das verlernt man ja nicht. Nanu, was ist denn das hier für ein Stecker? Warum ist der denn so lose? Gott, oh Gott, oh Gott. Hui, was war das denn? Oh, mir ist der Wagen explodiert. So ein Mist aber auch. Oh, da qualmt es schon etwas raus. Ich glaube, dann wird das wohl doch nichts mehr mit dem Auto fahren. So ein Mist. Jetzt muss ich doch noch laufen. Naja, was tut man nicht alles für den Nobelpreis, nicht wahr? Ja. Wenigstens habe ich den Koffer. Na, dann will ich mal los. Auf in ein neues Abenteuer. Um genau zu sein, auf in mein allererstes Abenteuer. Moment, verkehrte Richtung. Da muss ich ja lang. Ja, mein Koffer und mein Rucksack. Moment, der Rucksack? Ach du Schreck, der ist ja noch am Auto. Oh, Herr Jemine. Mist. Jetzt brennt das Auto auch noch. Ah, oh, ich hab aber auch heute ein Pech. Mann, 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 Mann. Blöde Elektronik. Ja, jetzt bleiben mir nur noch der Koffer und meine Füße. Ah, oh, Mann. Naja. Immer positiv denken. Einen Nobelpreis zum Beispiel. Ja. Also die Landung habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Bin ich denn jetzt auf der Erde? Scheint so. Oh, bei mir dreht sich alles und mir so kodderig. Ich glaube, ich muss erst mal eine Pause machen. Nanu, was war das denn gerade? Ist da etwa ein Vogel vom Himmel gefallen? Hm,
Komisch. Also so. Ja, richtig konnte ich das ja aus der Entfernung nicht sehen. Aber es schien mir schon etwas eigenartig. Vielleicht ja ein UFO. Die Außerirdischen kommen. Ja, natürlich. Obwohl, vielleicht ist es ja, also nicht direkt ein UFO, aber irgendwas anderes Interessantes oder Besonderes. Dann schaue ich mal nach. Ich glaube, da hinten auf der Lichtung ist es runtergekommen. Nanu? Wer liegt denn da? Hallo? Hey, junger Freund, hallo, aufwachen. Hallo? Ja. Bin ich hier auf der Erde? Oh ja. Wo sollen Sie denn sonst sein? Ach, es gibt doch so viele Planeten. Sie kommen nicht von hier, oder? Nein. Das haben Sie wohl schon sehr schnell gemerkt, oder? Oh ja. Aber ich bin froh, dass ich hier bin. Trotzdem fühle ich mich noch etwas schwach vom Fliegen, wissen Sie? Was? Sie sind runtergefallen? Vom Himmel? Ja, ganz genau, ich war das. Oh, und mir ist noch so schwummerig. Wissen Sie was? Also ich weiß zwar nicht genau, wer oder was Sie sind, aber Sie scheinen auf jeden Fall nett zu sein. Ja, danke, Sie auch. Also ich wohne hier in der Nähe. Wenn Sie wollen, dann bringe ich Sie nach Hause zu mir, da können Sie sich etwas erholen, ja? Oh, das ist nett. Dankeschön. Wie heißen Sie eigentlich? Max. Aua! Blöder Mist! Das mit dem Fliegen. Aber egal. Ha! Ich hab's geschafft! Mit Hexenkraft! Ich bin auf der Erde! Wunderbar! Ja. Na, das wäre doch schon mal geschafft. Jetzt suche ich mir noch eine ruhige Bleibe, wo ich erstmal untertauchen kann. Und dann werde ich mich dran machen, den Minderjährigen Albträume zu verschaffen. Ja, eigenartige Leute laufen hier durch die Gegend. Wir sind doch hier nicht beim Fasching. Warum die Frau sich jetzt gerade wie eine Hexe verkleidet hat, verstehe ich nicht. Aber egal, ich bin ja hier wegen dem Nobelpreis. Also mein Koffer, der hat gerade wieder geleuchtet. Hier muss der Stern also irgendwo sein. Hier ganz in der Nähe. Aber ich sehe ihn nicht. So ein Mist. Na, dann laufe ich noch ein bisschen weiter durch den Wald.